Absperrungen und Polizeibeamte in der Augsburger Innenstadt. Nach einer schriftlichen Gewaltandrohung lief am Dienstagvormittag ein Großeinsatz. Das Rathaus und weitere Gebäude wurden evakuiert. Auch der öffentliche Verkehr war zeitweise beeinträchtigt. Polizeisprecher Michael Jakob zu den Einzelheiten. Also festgestellt wurde der Eingang des Schreibens natürlich mit Beginn des Dienstbetriebes bei der Augsburger Stadtverwaltung. Wir haben uns dann um ca. 8 Uhr dazu entschlossen, den Bereich hier zu sperren und mit Räumung anzufangen. Es sind natürlich einige hundert Mitarbeiter der Augsburger Stadtverwaltung davon betroffen. Das Ganze ist in aller gebotenen Ruhe, aber auch Professionalität vonstatten gegangen. Es betrifft doch eine erhebliche Anzahl an Mitarbeitern. Die betroffenen Objekte in Augsburg wurden durchsucht. Auch Sprengstoffspürhunde kamen nach Behördenangaben zum Einsatz. Die Kriminalpolizei wurde ebenfalls eingeschaltet. Betroffen war allerdings nicht nur Augsburg. Wir stellen aber fest, dass heute in mehreren bundesdeutschen Stadtverwaltungen vergleichbare Drohungsschreiben eingegangen sind. Inwieweit da ein Zusammenhang besteht, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Natürlich ist es auffällig, dass am gleichen Tag bei mehreren Stadtverwaltungen derartige Schreiben eingegangen sind. Nach Medienberichten gingen auch in Chemnitz, Göttingen, Kaiserslautern und Neunkirchen Drohungen ein.